Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und in diesem Video möchte ich euch gerne mal zeigen, wie ich so mein Deckbuilding betreibe. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant. Eventuell kann sich hier noch der ein oder andere sogar einen Tipp mitnehmen oder vielleicht mir sogar noch einen Tipp geben, denn wir sind ja alle offen, uns zu verbessern. Von daher, wenn du einen Tipp für mich hast, gerne in die Kommentare. Wir gehen jetzt erstmal rein in das Deck. Was wollen wir überhaupt spielen? Natürlich hast du dich wahrscheinlich vorher schon informiert, welche Sets werden released und so weiter. Und da gefällt dir ein Archetype und du denkst dir, ja, das kann ich mir eigentlich vorstellen. Was kannst du jetzt als erstes machen? Und da kommen wir direkt zu Step 1. Und der erste Schritt sieht so aus, dass du erstmal dein Deck googelst. Denn nichts ist einfacher, als sich vielleicht ein paar Decklisten aus dem Netz zu holen. Dafür gehen wir jetzt einfach mal ein. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal das beste Deck des Formats und das ist Rescue Ace. So, gehen wir mal das ein. Dann haben wir schon mal Card Cluster, wird uns hier angezeigt. Die Yukipedia, gut, ist glaube ich mehr so eine Infoseite. Na, da könnt ihr euch schon mal zu belesen. Dann haben wir hier schon ein paar Videos dazu. Na, auf Master Duel kannst du das jetzt auch schon spielen. Oh, hier kommt sogar schon das erste und zweite Video von mir. Sehr, sehr lustig. Und dann haben wir hier sogar schon einige Informationen aus dem OCG. Da schauen wir mal rein. Ah ne, ist die Konami-Seite. Seht ihr, da haben wir schon mal die ganzen Karten. Auch auf jeden Fall interessant, aber in erster Linie würde ich dir immer raten, geh auf Card Cluster. Denn nichts ist einfacher und übersichtlicher als diese Seite. Von daher kann ich dir nur diese Seite wärmstens empfehlen. Und du siehst hier direkt frische Decklisten. Hier hast du auch noch die Sets und so weiter. Ich will jetzt keine Werbung hier für Card Cluster machen. Check die Seite gerne mal aus, wenn ihr sie noch nicht kennt. Auf jeden Fall extrem nice. Und jetzt gehen wir hier ein. Rescue Ace. Jetzt haben wir hier nochmal die Themen, Karten dazu und dann haben wir hier schon die ersten Decks. Und da können wir uns mal berieseln lassen, erstmal mit den ersten 5. Was geht denn da so? Wir haben dann hier Firion Rescue Ace. Okay, also mit Firion, weiß ich nicht, würde ich glaube ich nicht spielen, aber das ist natürlich auch erfahrungsbedingt, dass ich das persönlich nicht gut empfinde. Wenn du da natürlich andere Erfahrungen gemacht hast, wird das wahrscheinlich hier vielleicht deine Deckliste sein. Was halt ganz cool ist, dass die Leute hier auch noch was dazu schreiben können. Aber wie gesagt, den Regulus würde ich jetzt persönlich nicht fühlen. Aber was wir hier schon mal mitnehmen können, ist vielleicht so eine Art Ratio. Also wir sehen hier der Flugheber auf 3, Hydrant auf 3, Impuls auf 3, Turbulenz nur auf 2, Verhinderer auf 2, okay, und die Feuermaschine ebenfalls noch auf 1. Dann sehen wir hier schon die erste Handtrap, Diabelster, okay, was ist denn das? Warum spielt man das hier in diesem Deck? Man sollte sich natürlich dann diese Karten, die man jetzt hier vielleicht alle sieht, einmal durchlesen und erkennt dann vielleicht hier die Synergie. Dann sehen wir hier noch den Jet Synchron, okay. Wirkt natürlich auch erstmal merkwürdig, weil das hat ja an sich nichts mit Rettungsass zu tun. Aber auch hier ergibt sich natürlich dann die Synergie, wenn du dir vielleicht hier die Diabelster Engine etwas genauer durchgelesen hast. Dann kommen wir hier natürlich zu den Spells. Wie gesagt, alles durchlesen. Auffällig ist hier vielleicht wieder der Topf des Wohlstands. Kennt man vielleicht auch schon, wenn man länger im Game drin ist. Und dann natürlich hier noch für Diabelster Engine Wanted. Auch natürlich eine wichtige Karte. Und dann sehen wir hier noch die Traps. Und hier sehen wir schon mal, dass nicht alle Karten von Rescue Ace auf jeden Fall Anwendung finden. Dann sehen wir hier schon mal, okay, hier wird zweimal Synchro-Monster gespielt, ein paar Xyz-Monster und ganz, ganz viel Link. Gehen wir weiter zur nächsten Rescue Ace-Liste und da haben wir scheinbar eine pure. Nein, da haben wir keine pure. Ich erzähle Quatsch, wir haben hier Runik. Das ist zum Beispiel mega, mega interessant, denn ich persönlich habe damit natürlich noch keine, habe damit noch gar keine Berührungspunkte gemacht, tatsächlich mit Runik. Denn wir brauchen, oder wir wollen schon angreifen eigentlich. Ja, okay. Kann man machen wahrscheinlich, um den Gegner hinzuhalten, um ihn dann eventuell später zu OTK'n, weil wir haben hier schon so eine Art Midrange-Control-Deck. Wir wollen hier den Gegner schon kontrollieren mit unseren ganzen Traps und Quickspells. Und hier sehen wir schon mal eine andere Ratio, Flugheber immer noch auf 3. Also das sollten wir vielleicht schon mal mitnehmen, diese Information, dass der scheinbar sehr, sehr wichtig ist. Der Hydrant wird hier nur auf 2 gespielt, Impuls nur auf 2, Turbulenz auf 2, Feuermaschine auf 1 und der Verhinderer auch nur auf 1. Und dann sehen wir hier natürlich im Extra-Deck schon das ein oder andere Fusionsmonster für Runik, dann ein Xyz-Monster und ein bisschen Link. Ja, Runik ist natürlich immer so eine Sache, du hast ja keine Battleface, banishst aber vom Gegner die ein oder andere Karte, was natürlich nicht so schlecht ist. Wir machen aber direkt weiter mit der nächsten Rescue Ace-Liste. Und da nehmen wir mit, dass Impuls hier auf 3 gespielt wird, Flugheber wieder auf 3, Hydrant wieder nur auf 2, Verhinderer auf 2, Turbulenz auf 2. Jetzt haben wir das schon mal zweimal gesehen, auch sehr interessant. Ne? Dann sehen wir hier wieder die ein oder andere Handtrap, Diabelster natürlich, die ein oder andere Spell, Instant Fusion, auch vielleicht interessante Tech-Choice.
für den Schlammdrachen des Sumpfes, denn der kann ja unsere Monster protecten. Scheinbar haben wir hier ein Problem, wenn unser Monster irgendwie gewählt wird. Ne, das sollte man vielleicht auch schon mal im Hinterkopf behalten, denn wir sehen hier auch Proxy F, auch wichtig eventuell. Ne, also immer mal mitlesen, also alle Karten sich mal durchlesen, kann auf jeden Fall nicht schaden. Und dann haben wir hier noch die ganzen Traps. Hier sehen wir wieder Synchro-Stuff, ne, liegt natürlich daran, dass wir Jet-Synchron haben. Also scheint das schon gar nicht so schlecht zu synergieren. Hier spielt man nur eine SP, dafür eine IP. Auch sehr, sehr interessant. Also man kann hier auf jeden Fall im Extra-Deck scheinbar ein bisschen diverser rangehen. Aber das Main-Deck scheint schon so von der Ratio so ein bisschen vorgeschrieben zu sein, was natürlich die beste Ratio ist, gefühlt natürlich. Side-Deck könnt ihr natürlich bauen, wie ihr wollt. Nächste Deckliste, da sehen wir wieder den Flugheber auf 3, den Hydrant diesmal auf 3, Impuls wieder auf 3, Turbulenz 2, Verhinderer 2, Feuermaschine 1. Also hier, ich sag mal, die letzten drei Karten, das scheint sich langsam so durchzusetzen, dass das scheinbar ganz gut ist. Dann haben wir hier den Impuls wieder auf 3. Okay, ist scheinbar ein bisschen Geschmackssache, jedenfalls wirkt es so. Wenn wir hier gerade schauen, sehen wir hier natürlich das Extra-Deck und da scheint es so, dass man hier diesmal keine Synchro-Variante spielt, obwohl man hier die Diabelster-Engine drin spielt. Dafür hat man hier scheinbar Firewalls. Auch das scheint sehr, sehr interessant zu sein. Auch damit sollte man sich beschäftigen, denn du kannst Rescue Ace scheinbar auf verschiedene Arten und Weisen spielen. Du solltest auf jeden Fall mal die ganzen Decklisten, nicht alle natürlich, weil das wäre viel zu viel, aber einige, die auf jeden Fall mal genauer anschauen, die dich natürlich persönlich auch ansprechen und die vielleicht mal playtesten, um dann zu checken, ist das überhaupt was für dich. Dann Spells und Traps natürlich wie immer. Und hier, übrigens hier ist die Information des Tages, können wir fast sagen, in meine Decks kopieren. Da kannst du nämlich raufklicken. Ach nee, Quatsch, jetzt habe ich es falsch gemacht. Sorry. Hier, dahinter. Das seht ihr jetzt leider nicht. Ist abgeschnittenes Bild. Da ploppt dann so ein Fenster auf oder so ein Reiter nochmal. Und da könnt ihr das dann herunterladen, das Deck, was euch vielleicht gefällt oder die Decks. Und könnt sie dann gegebenenfalls in Dueling Book, in EduPro oder sogar in Omega importieren und dann dort schon mal playtesten. Jetzt machen wir noch weiter mit der nächsten Rescue Ace Deckliste und da haben wir wieder Flugheber auf 3, Impuls auf 3, Hydrant auf 3, aha, also auch wieder sehr, sehr interessant. Hier wird scheinbar Ible gespielt, also eine neue Variante sogar, du kannst hier noch mehr mit dem Deck anstellen, auch das ist natürlich mega interessant und wir sehen direkt hier im Extra Deck, dass hier auch was von Großalamander gespielt wird, Riesensprite, oh, sehr, sehr interessant scheinbar. Hier Puzzlelomino. Der Absetzlöscher. Alter, was für ein Wort, was für ein Name. Hat wahrscheinlich noch nicht der ein oder andere von euch gehört. Ist eigentlich ein sehr, sehr interessantes Monster. Dieses Monster ermöglicht euch überhaupt erst, dass ihr in Riesensprite reinkommt, damit ihr dann Ibli spielen könnt. Muss natürlich jeder selber fühlen, ob er das machen möchte, weil bei der Deckliste, ich greife jetzt schon mal ein bisschen vorweg, ist es nämlich so, wenn dann der Ible-Locke geoutet wird und du hast jetzt vielleicht kein Set 4 hinbekommen, dann hast du wahrscheinlich verloren. Von daher ist das hier ein bisschen risikobehaftet auf jeden Fall. So, du kannst natürlich dann bei Cardcaster dir natürlich auch noch das ein oder andere Turnier geben, wo eventuell auch eine Rescue Ace-Deckliste dabei ist. Hier haben wir jetzt keine. Unglücklich. Hier haben wir auch keine, auch unglücklich. Schauen wir mal in Amerika nach. Da haben wir sogar einen Erstplatzierten und einen Zweitplatzierten. Auch schon mal interessant. Daran kann man sich vielleicht auch immer gut orientieren. Flugheber 3, Hydrant 3, Impuls 3. Also hier die Ratio scheint eine sehr, sehr gute zu sein. Und das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Dann haben wir hier wieder unsere Spells und Quickspells. Also Spells und Quickspells natürlich. Quickspells von Rescue Ace an sich. Field Spell wird scheinbar immer nur auf 1 gespielt. Notfall scheint eine sehr, sehr gute Karte zu sein. Ansonsten braucht man den Rest nur auf 1. Warum, weshalb, dazu kommen wir dann, wenn wir zum Deckbuilding übergehen. Ja, und dann halt die ganzen Traps. Side-Deck-Optionen sollte natürlich immer angepasst werden nach eurer Region. Wenn ihr natürlich auf eure oder zu eurem Local fahrt, da wisst ihr eventuell, was dort gespielt wird, passt dementsprechend euer Side-Deck an. Ansonsten hier auch wieder mit der Firewall-Engine. Nicht so schlecht. Dann geht es weiter mit den Zweitplatzierten. Da haben wir natürlich auch wieder Rescue Ace, aber eine ganz andere Variante. Hier wird scheinbar Super Poly gespielt, hier wird auch Synchro-Stuff gespielt, einiges Monster nur ein bisschen Link-Stuff. Also auch sehr, sehr interessant, hat es auch bis auf den zweiten Platz geschafft. Jetzt ist natürlich hier die Frage, ist das andere Deck besser oder lag es an dem Würfelwurf? Wissen wir nicht, also ich habe jedenfalls das nicht so richtig verfolgt. Von daher können beide Varianten wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt haben, das ganze Ding für sich zu entscheiden. Auf jeden Fall hier auch wieder Notfall auf 3, Wanted auf 3, Talent wird hier auf 3 gespielt und natürlich hier wieder das Side-Deck. So, meine Lieben, und damit kommen wir auch direkt zu unserer Liste. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen vorweggegriffen, was ich persönlich immer machen würde.
ist, wenn du jetzt ein bisschen geplaytestet hast, also die ganzen Decks importiert hast und so weiter, dann Testhände gezogen hast hier, ne, und ein bisschen geprobt hast, ne, damit du weißt eventuell, wie funktioniert die Combo, auf was will man hier enden. Schau dir auch ein paar Combo-Tutorials an auf YouTube, kann auf jeden Fall auch nicht schaden. Und dann, wie gesagt, ziehe ein paar Hände. Das ist auf jeden Fall das, was du am besten machen kannst. Wenn du jetzt beispielsweise nicht so viel Zeit hast, um einmal die Woche aufs Local zu gehen oder sonstiges, ne, oder deine Freunde vielleicht nicht in deinem Dorf wohnen oder sonstiges. Von daher, Hände ziehen und online spielen hilft dir auf jeden Fall ungemein, das Deck besser kennenzulernen. Was ich dann immer machen würde, ist erstmal alles reinhauen von Rescue. Ne? Ich habe hier rechts eingegeben Rescue und dann habe ich alles auf 3 reingehauen. So, ich habe hier dann natürlich alle Karten durchgelesen und festgestellt, ach, siehst du, Fieldspell habe ich nur auf 2. Sorry, da habe ich auch schon wieder ein bisschen vorweggegriffen. Okay, die eine Karte ist besser als die andere. Die eine Karte benötigt vielleicht was am Friedhof und so weiter. Ja, und das liest dann, du liest hier bei Turbulenz. Okay, den kannst du nur spezial beschwören, wenn du 2 Rescue Ace Karten von dem Friedhof verbannen kannst. Das heißt, so an sich ist er erstmal eine tote Handkarte, wenn du nichts im Friedhof hast. Von daher scheint es von der Ratio, die du gesehen hast, wahrscheinlich wirklich optimal zu sein, den nur auf 2 zu spielen. Warum auf 2? Falls dir vielleicht einmal geoutet wird und du willst vielleicht noch eine weitere Möglichkeit haben, nochmal an einen aus dem Deck zu kommen, deswegen würde ich den hier auf 2 spielen. Dann Preventer, genau dasselbe. Ne? Hier brauchst du zwar nur eine Karte, um den Spezial zu beschwören, aber nichtsdestotrotz ohne Karte oder ohne Rescue Ace Karte im Friedhof auch tot. Dann haben wir hier die Fire Engine und den haben wir auch immer auf 1 gesehen. Das würde ich dir auch empfehlen, je nachdem, welche Variante du natürlich bevorzugst. Solltest du dich für Impulse auf 3 entscheiden, würde ich dir auch empfehlen, die Fire Engine auf 1 zu spielen, weil der ermöglicht dir nämlich dann Zero Plays, beziehungsweise Impulse ermöglicht dir eigentlich diese Plays. Und dann solltest du auch hier über den Fire Attacker auf jeden Fall nachdenken, weil der ermöglicht dir nämlich auch noch Karten nachzuziehen. Immer bis zu 2 Karten und dann musst du eine davon discarden. Ist also auch vielleicht nicht so schlecht, falls du nur Engine auf der Hand hast, damit du gleich was in den Friedhof bekommst. Also von daher ist das eventuell eher eine Side-Deck-Option, es sei denn, du fühlst dich wohler, dass diese Karte im Main-Deck ist. Ansonsten Fire Engine, der ist halt extrem krass, weil der dir nämlich ein Stufe 4 oder niedrigeres Rescue Ace Monster von deinem Deck spezial beschwört. Und wir haben ja gesehen, dass der Airlifter scheinbar sehr, sehr wichtig zu sein scheint, weshalb der in diversen Decklisten auf 3 gespielt wurde. Und deswegen wollen wir wahrscheinlich dann in den rein specialen, ja, sodass wir dann da gleich seinen Effekt nutzen können, um uns dann eine Quickspell, die wir benötigen, beziehungsweise eine Spell an sich, du kannst ja natürlich auch die Fieldspell suchen, für dein weiteres Follow-up benötigst, zu suchen. Ja, ist also auch nicht so schlecht. Und du hast jetzt gleich 2 Monster auf dem Board, beziehungsweise kannst du natürlich auch Impulse specialen, um dann gegebenenfalls nochmal was spezial zu beschwören, falls du Fire Engine bereits auf der Hand, auf dem Feld haben solltest. Weil das ist vielleicht auch nicht so schlecht, weil Impulse dir ja jedes Maschinenmonster von Rescue Ace spezial beschwören kann. Das kann zum Beispiel Preventer sein, das kann auch Turbulent sein oder natürlich der Hydrant. Ansonsten machen wir jetzt mal weiter mit dem Monitor und der braucht was im Friedhof. Ne? Wir haben es jetzt gelesen, wir wissen, okay, dieses Monster specialt uns was aus dem Friedhof wieder oder recycelt uns eine Trap. Dass wir den Traps recyceln, haben wir natürlich auch gelesen, macht auch Emergency. Von daher beißt sich das so ein bisschen, also wir brauchen auf jeden Fall nicht doppelt diesen Effekt. Und was aus dem Friedhof spezial zu beschwören, ist vielleicht auch nicht so optimal, vor allem wenn wir nichts im Friedhof haben. Von daher würde ich erstmal den komplett rauscutten. Dann Airlifter, wie angesprochen, auf 3. Wir haben uns jetzt hier bei dem Deckbuilding entschieden, Fire Engine zu spielen, weshalb wir auch Impulse auf 3 spielen. Und hier kommt es tatsächlich auf Geschmackssache drauf an. Willst du Hydrant auf 3 spielen oder nur auf 2? Obliegt halt dir. Wir lassen den Dude jetzt mal hier auf 3 drin. Dann haben wir gesehen, dass Alarmieren und auch Retten nur auf 1 gespielt wird. Und das liegt natürlich wieder daran, dass wir ein valides Target erstmal im Friedhof brauchen, um die überhaupt aktivieren zu können, beziehungsweise den Hydranten auf dem Board benötigen, um mit Alarmieren auch was aus dem Deck uns zu suchen. Von daher sind das auch Softbricks, also ähnlich wie Turbulenz und Preventer, machen die halt jetzt nicht so viel und deswegen werden die halt nur auf 1 gespielt. Dann haben wir gesehen, Emergency wurde die ganze Zeit auf 3 gespielt. Die Karte ist auch wirklich insane. Ne? Die specialt uns ein Rescue Ace Monster aus dem Deck unserer Wahl. Das kann also wirklich jedes Monster sein. Und sollten wir halt ein Rescue Ace Monster auf der Hand haben, können wir auch dafür sorgen, dass das Monster vielleicht gleich liegen bleibt. Könnte also dann auch wieder der Airlifter sein, der uns gegebenenfalls wieder was suchen kann. Also retten zum Beispiel, falls wir ein Rescue Ace Monster dafür dann discardet haben. Also was natürlich dann der logische Fall wäre. Ne? Von daher auf jeden Fall die beste Quickspell und die willst du vielleicht auch hart auf der Hand sehen. Deswegen auf 3. Dann haben wir hier unser HQ, also unsere Fieldspell. Und die recycelt uns ja unsere Traps und unsere Quickspells, beziehungsweise alles an Rescue Ace recycelt die uns eigentlich.
Doch die Karte macht natürlich so an sich auch erstmal nichts, ne? Deswegen, du willst die Karte erst vielleicht deiner Hand hinzugefügt haben, wenn du dann wieder dran bist. Von daher willst du die auf jeden Fall nicht hart auf der Hand sehen, weshalb du sie hier auf 1 cutten solltest. Ich habe auch Decklisten gesehen, da wurde sie im Side-Deck gespielt, aber dafür finde ich sie viel zu relevant und würde sie nicht aus dem Main-Deck rausnehmen. Weil wenn du jetzt schon ins Grinden kommst, brauchst du sie. Ohne sie machst du fast gar nichts im Grind-Game. Das muss man ganz klar so sagen. Dann haben wir hier unsere Traps. Und da haben wir gelesen, wir brauchen immer ein Rescue Ace Monster. Das heißt, ohne Rescue Ace Monster, tot. Alle tot. Und deswegen auf 1. Hier kann man natürlich auch wieder argumentieren, dass man Reinforce vielleicht gar nicht spielen sollte. Ich finde die Trap gar nicht so schlecht, um dir dein HQ gegebenenfalls zu recyceln, wenn diese Fieldspell mal im Friedhof sich befinden sollte. Also auch gar nicht so schlecht, aber sie bringt dir halt so an sich jetzt erstmal nicht so viel, weshalb ich sie jetzt auch erstmal cutten würde. Oder wir packen sie erstmal ins Side-Deck. Können wir ja auch erstmal so machen. So, und jetzt sehen wir schon, das bleibt also übrig, wenn wir mit der Fire Engine spielen wollen. Wollen wir ohne Fire Engine spielen, würde ich dir empfehlen, das so zu spielen. Ja, 2 Turbulenzen, 2 Verhinderer, 3 Airlifter, 1 Impuls. Bei Impuls halt auch, so wenn du First gegangen bist und du addest ihn dir, dich natürlich dann auch noch im Spiel halten kann. Und wir haben dreimal den Hydranten dann noch. Aber wie gesagt, bei der Deckliste entscheiden wir uns jetzt für die Fire Engine. Und deswegen spielen wir das so. 22 Karten. Hier kommt es natürlich wieder auf deine Spielweise drauf an. Möchtest du gern nur 40 Karten spielen oder möchtest du vielleicht sogar darüber hinausgehen? Jetzt müssen wir das natürlich noch konstant hinbekommen. Was hilft uns dabei? Natürlich der Topf. Ja, wir haben gesehen, Topf des Wohlstands. Also, ich muss hier auf Englisch eingeben. Sorry. Dann haben wir hier schon. So, man könnte den natürlich auf 3 spielen. Jetzt muss man natürlich sagen, wir sind gerade in einem Handtrap-Format. Und willst du Going Second in deine Handtraps reinziehen? Schwierig zu beantworten, oder? Going First ist der Top wirklich unfassbar stark. Going Second finde ich ihn okay. Mehr würde ich ihm nicht geben. Er kriegt eine solide 3 Going Second, weil wir halt, wie angesprochen, gerade sehr viele Handtraps spielen. Deswegen könnte man dann auch überlegen, ne, für euer Spiel dann, Going Second den Topf vielleicht sogar rauszunehmen, um gegebenenfalls dann gleich mehr Handtraps auf der Hand zu sehen. Weil es bringt dir natürlich nichts, in Handtraps reinzuziehen. Es sei denn, du spielst hier einige Boardbreaker, dann ist der Topf natürlich wieder umso besser. Aber ich kann dir jetzt schon mal sagen, du wirst die Boards der zukünftigen Decks, also jetzt gerade, was wir haben, Manadium und so weiter, wie sie alle heißen, Unchained und so weiter, mit Boardbreakern nur schwer brechen können. Ne? Weshalb du hier eigentlich verhindern musst, dass das Board überhaupt entsteht und deswegen spielst du halt Handtraps. So, weil ich gerade über Handtraps spreche, müssen wir natürlich darüber nachdenken. Handtraps, was sind denn jetzt die besten Handtraps? Wir haben Manadium aufgezählt, wir haben Infernoble, wir haben natürlich Rescue Ace, wir haben Labyrinth, wir haben Unchained, wir haben Rika, wir haben, so, unser Meta ist ja so breit. Wir haben also sehr, sehr viele Decks. Wir haben also auch viele Combo-Decks. Und deswegen ist der Dwoll natürlich eine sehr, sehr gute Handtrap. Wir haben Labyrinth, immer noch ein sehr, sehr ekelhaftes Trap-Deck. Da brauchen wir auf jeden Fall die ein oder andere Kriegsbär auf der Hand, damit wir es verhindern können, dass die Lady triggert und so weiter. Und wir wollen vielleicht auch verhindern, dass unser Gegner irgendwas Ekelhaftes aus dem Deck specialen kann. Jetzt nicht nur bei Labyrinth, sondern auch generell. Zum Beispiel, wenn du jetzt auch gegen Rescue Ace spielen solltest, Emergency zu ashen, ist auf jeden Fall schmerzhaft für den Gegner. Von daher, Ash Blossom, eine der besten Handtraps, die man auch zurzeit spielen kann. Dann müssen wir natürlich ein bisschen weiterdenken. Wenn dann wir natürlich jetzt dieses Handtrap-Format haben, ist es natürlich sehr, sehr wahrscheinlich, dass der ein oder andere Talent spielen wird. Deswegen kann ich dir raten, die Impermanence zu spielen. Du kannst natürlich auch noch die Veiler spielen, aber Impermanence spielt halt nicht in Talent rein. Während der Dwoll beispielsweise dann schon mal verhindert, dass er sich mit Talent nochmal 2 Karten ziehen kann. Er kann dann maximal in deine Hand gucken. Wenn du jetzt natürlich Monster hast, kann er das auch klauen. Aber er wird dann gegebenenfalls schon in deine Karten gucken, beziehungsweise in deine Hand gucken. Und gegebenenfalls hast du vielleicht mehr als einen Starter und dann stört dich das halt auch wiederum nicht. Von daher auch nicht so schlecht. Und in Permanence halt gute Karte. Kann man nicht anders sagen. Ist einfach fast ein Goat, könnte man fast sagen, ja. So, und dann sehen wir haben hier noch ein paar Plätze frei. Du kannst das natürlich jetzt noch weiterfüllen mit Handtraps. Ne, wir machen jetzt noch Nibiru, weil wir halt die ganzen Combo-Decks haben, beziehungsweise auch Rogue-Decks, die sehr, sehr viel machen, bevor sie vielleicht ins erste Negate kommen, kann der Nibiru natürlich das ganze Board brechen, beziehungsweise mit Impermanence Nibiru
auch insane tatsächlich. Und gegen Unchained eine sehr, sehr gute Karte. Dann, was kannst du noch spielen? Du könntest noch Ghost Mourner spielen, du kannst Veiler spielen, du kannst Phantasma spielen. Also irgendwas haust du da noch rein. So, aber wir haben ja gesehen, ne, oder wenn du jetzt schon länger im Game drin bist, hast du ja mitbekommen, der Baster scheint ja irgendwie gut zu sein. Irgendwie hört sich das gut an. So, jetzt lesen wir rein. Ah, okay, die setzt uns ja in das Sinful Spoils Spell oder Trap. Ah, hier und runter ist ja gleich eine. Lesen wir uns die mal durch. Ach, die specialt uns ein Feuermonster Stufe 1. Tja, das hört sich doch schon mal gar nicht schlecht an. Denn dadurch kommen wir zum Beispiel in unseren Hydranten. Ne, der ist Stufe 1 und der ermöglicht uns ja wieder weiteres Play, weil der uns ja ein Rescue Ace Monster suchen kann. Das kann natürlich dann der Erdöfter sein. Und schon sind wir wieder in Combo. So, und wir wollen natürlich hier die dunkle Hexe uns gerne suchen. So, dafür brauchen wir Wanted auf 3. Weil das, die Engine an sich, ja, die 5 Karten hier, die recyceln sich auch gegenseitig. Also außer die Wanted, das funktioniert nicht, aber die anderen beiden kriegst du immer wieder recyceln und das ist wirklich extrem stark. So, jetzt haben wir also schon mal keinen Platz mehr für Nibiru. Weil wir wollen ja versuchen, schon bei 40 Karten zu bleiben. So, was haben wir denn noch hier? So, wir haben jetzt noch einen Platz. Wir haben gesehen, da konnte Synchro-Stuff gespielt werden. Ist vielleicht interessant. Das heißt, wir können uns vielleicht für Jet Synchron entscheiden. Wir können uns aber auch für da steht er schon, sehr gut. Für den Dude entscheiden. Je nachdem, was dir lieber ist. Ich würde Jet Synchron bevorzugen. Kann euch gar nicht sagen, warum. Beide sind gleich gut, würde ich schon sagen. Aber irgendwie fühle ich den mehr. Von daher cutte ich den mal raus. Du kannst natürlich auch andere One-Offs spielen, wie zum Beispiel Called By. Kannst du reinhauen. Du kannst Überläufer spielen, je nachdem, wie du dich wohler fühlst. Du musst hier in keine Synchro-Summons gehen. Ne? So. Wir haben kein Extra-Deck-Monster von Rescue Ace. Wir haben aber hier sehr viel Feuer. Wir haben auch gesehen, man kann sich hochlinken und so weiter. Man kriegt hier also sehr viel Spezialbeschwörung hin. Wir haben hier auch Stufe 1 Monster. Das liegt natürlich danach, dass wir den, Gott, wie heißt er? Ich würde sagen, helft mir, aber ihr könnt mir gar nicht helfen. Linkuribo, jetzt habe ich es. So, Linkuribo. Ne, weil wir den dann weglinken könnten und so vielleicht mit Preventer bereits weiterspielen können. Um dann gegebenenfalls, ne, haben wir auch gesehen, in die SP kommen können. Und SP hat uns ja die Geschichte jetzt gezeigt, sollte man immer auf 2 spielen, weil einfach gute Karte. Bricht Boards, hilft uns vor allem Floodgates loszuwerden. Ne? Gerade gegen Runic Stun haben wir schon das eine oder andere Problem, von daher auf jeden Fall keine schlechte Karte. Und weil ich gerade Runic Stun erwähnt habe, ist wahrscheinlich auch der Access Code keine schlechte Option. So, das heißt, wir haben hier schon mal 4 Link Monster. Runic Stun, ne, wir kriegen vielleicht Rivalität ab, wir kriegen vielleicht, es kann nur einen geben. Das heißt, wir sollten vielleicht noch ein anderes Link 1 Monster spielen. Das könnte dann zum Beispiel Anima sein. Ihr könnt natürlich hier auch jetzt generell durchgehen, ne, mit Monstern. Könnt ihr einfach so mal reinnehmen, Link, und gebt dann hier 1 ein und dann könnt ihr mal alles durchgehen. Da könnt ihr lesen, passt das zu eurer Engine, könnt ihr dieses Monster überhaupt beschwören. Und dann, wenn ihr das alles durchgegangen seid, landet ihr irgendwann bei Anima. Ja, also hier seht ihr auch Linkuribo, Link-Decoder könntet ihr auch spielen. Wenn ihr zum Beispiel die Link-Variante spielen wollt, ist das zum Beispiel auch ein Monster, was euch dann dabei helfen würde, hochzulinken, beziehungsweise outet dieses Monster auch den Iblilock. Also auch gar nicht so schlecht. So, aber irgendwann sind wir dann bei Anima, Asylum Grade, Almirage können wir nicht spielen, weil wir kein Monster haben unter 1000. Also sicherlich, wir haben den Hydranten, aber da ist Linkuribo einfach das bessere Target oder Ziel, was man dann Link beschwören kann. Ansonsten haben wir leider kein Monster, was so wenig ATK hat. Und hier unten haben wir dann Anima. So, das heißt, wir haben hier schon mal 2 Link 1er. Das muss reichen. Da haben wir SP. So, was gibt es denn noch so als Link 2er? Da können wir auch mal alles durchgehen. Sind jetzt hier 200 Karten, die will ich jetzt nicht im Einzelnen mit euch durchgehen, weil das einfach den Rahmen sprengen würde. Aber ich kann euch nur empfehlen, geht mal alle Link 2er durch und je nach eurer Strategie oder vielleicht entdeckt ihr ein Monster, wo ihr denkt, krass, darauf ist noch keiner gekommen, kommt auf jeden Fall überraschend, dann könnt ihr das natürlich mit reinnehmen. Was wir natürlich jetzt gesehen haben, wir haben ganz viel Feuer, das heißt, wir leeren hier mal kurz. Da können wir doch den Salomon Great Wolf, wie heißt er? Ah, wir gucken einfach mal so schnell. Hier. Ah, Sunlight Wolf, genau. Den können wir spielen, denn der addet der uns wieder ein Feuermonster. Wir können dieses Monster zwar da nicht mehr normal oder spezial beschwören, aber ist auch nicht notwendig mit Impuls, weil der sich ja aus der Hand auch als Tribut anbieten kann, beziehungsweise auch der Airlifter, um gegebenenfalls dann wieder etwas spezial zu beschwören, aus dem Deck oder von der Hand, je nachdem, was ihr da als Tribut angeboten habt. So, das ist also eine Option. Dann
könnten wir weiterdenken? Was können wir noch machen, wenn wir vielleicht jetzt hier Sunlight Wolf haben und Linkoribo? So, wir haben dann zwei Cybers. Da ist zum Beispiel Heatsoul gar kein schlechtes Target, was man nehmen kann. Ne? Und was du da noch spielen kannst, wenn du jetzt Heatsoul hast, ist natürlich auch die Apollosa. Und das würde ich dir vielleicht auch ans Herz legen. Ich finde das Artwork einfach schöner, ja, deswegen nehmen wir die rein. Apollosa, einfach eine super gute Karte tatsächlich gegen Unchained. Denn wenn du jetzt beispielsweise in Heatsoul gekommen bist und du hast dein Linkoribo noch gemacht, oder was heißt Linkoribo gemacht, du hast noch ein Monster auf dem Board, weil du vielleicht den Preventer dafür noch weggelegt hast und so weiter, und kannst dann noch in Apollosa für 2 gehen, bist du schon mal Nibiru safe, weil der Gegner wird ja warten, bis du fertig bist mit deiner Mainphase und danach erst den Nibiru schmeißen. Der wird vielleicht nicht damit rechnen, dass du vorher schon in Apollosa gehen möchtest und deswegen auch keine schlechte Option in dem Deck. Und wir haben ja hier noch den Access Code. So, dann haben wir uns ja hier für Jet Synchron entschieden. Das heißt, wir wollen natürlich das beste Synchro-Monster mitunter spielen, das ist Baron de Fleur. Wir haben einen Stufe 9 Monster, zusammen mit dem Dude haben wir dann einen Stufe 10 Synchro-Monster live und das ist ja dann unsere Baron de Fleur. Du kannst natürlich auch ein anderes Monster spielen, aber wir brauchen ja hier Protection, denn man muss ganz klar sagen, Evenly, Harpyin Flederwisch, Twin Fister, also alles, was unsere Backrow säubern könnte, tut uns schon weh, weil wir schon mit unseren Traps das Board kontrollieren wollen. So, und dann, weil wir den ja nochmal recyceln können und wir hier zum Beispiel mit Fire Engine ein Stufe 7 Monster haben oder auch mit der Diabellstar, ist vielleicht auch die Überlegung, den Savage mit reinzunehmen, weil wir auch Linkoribo haben. Den haben wir auf jeden Fall, oder wir können dafür sorgen, dass wir den Safe aufs Board bzw. ins Grave bekommen und schon haben wir hier dann 2 Omni-Negates plus unsere ganzen Traps und da spielt der Gegner auf jeden Fall nicht durch. Dann haben wir ein weiteres neues Monster bekommen. Das ist der Typhoon. Genau. So, und der ist wirklich sehr, sehr gut, weil der outet ja auch das ein oder andere Floodgate-Monster, weil der wählt nämlich das Monster nicht auf dem Board, sondern der gibt einfach ein Monster auf dem Feld auf die Hand zurück. Das ist auch sehr, sehr gut und kommt wirklich in dem Deck auch sehr gut zum Tragen. Man muss natürlich hierzu sagen, wenn du den beschworen hast, kannst du nicht weiter beschwören. Von daher musst du hier aufpassen, wann du den holst. So, und dann hast du noch ein paar freie Slots. So, und die kannst du natürlich füllen, wie du möchtest. Du kannst jetzt, oh, jetzt habe ich irgendwas rausgenommen, auf den Access Code, sorry. Du kannst jetzt natürlich noch mehr Xyz-Monster spielen, wie zum Beispiel für Time den Cowboy. Du kannst aber auch den Dweller spielen. Alles Mögliche. Du kannst noch weitere Link-Monster spielen. Das alles ist ja nur ein Beispiel, was du so spielen kannst. Für Side-Deck. Wie angesprochen, kommt es darauf an, wo du das Deck spielen möchtest. Willst du auf einer Regio spielen? Willst du auf einer YCS spielen? Willst du nur auf dem Local spielen? Weil je nachdem wird sich ja das Niveau anpassen. Und dann solltest du vielleicht auch im Side nicht mehr, weiß nicht, sowas wie Twin Fister spielen. Weil die Karte halt fürs Local vielleicht okay ist, aber für eine Regio oder für eine YCS leider schon nicht mehr so gut. Da kommst du vielleicht schon das eine oder andere Match mit rum, so, also dass du vielleicht das erste oder zweite gewinnst. Aber je höher du dann in die Meta kommst, ja, also in die, zu den guten Spielern, desto schlechter werden halt diese älteren Staples tatsächlich. Du kannst ja auch Ultimate Slayer spielen, weil du ja hier auch verschiedene Targets spielen kannst. Wir haben ja auch gesehen, Proxy F kann man zum Beispiel spielen, ne? Das dann mit dem Matte Dragon. Du kannst aber auch generell Super Poli spielen. Damit könntest du auch beispielsweise der einen oder anderen Handwerp, die irgendwas wählt von dir auf dem Board, ausweichen. Also du hast hier so viele Varianten, irgendwas zu spielen. Leb dich aus, probier dich aus. Das kann ich dir wirklich nur raten. Und so ergibt sich dann dein Deck. Also ist jetzt eine Deckliste, die ich gerade teste, deswegen ging es auch relativ flott, muss man dazu sagen. Aber so ergibt sich dann dein Deck und dann wirst du innerhalb dieses Decks an den Handtraps vielleicht nochmal feilschen, wie gesagt, je nachdem, wohin du halt gehst mit dem Deck, eventuell vielleicht noch eine zweite Hexe reinnehmen, weil du dich vielleicht wohler damit fühlst oder gegebenenfalls den Topf cuttest oder sonstiges. Wie gesagt, du kannst dich hier nur ausprobieren und ich kann dir halt nur raten, über so eine Simulation oder auch über Card Cluster, wir können mal zu Card Cluster kurz zurückspringen, dir Decklisten anzuschauen, beziehungsweise kannst du hier auch Kartensuche machen und dann, weiß nicht, gibst hier einfach Link ein und gibst dann hier wieder 2 ein. Ich weiß es, Andi, hier müssen wir es machen, glaube ich, ne? Kannst hier auch noch die Pfeile bestimmen, wo die sein sollten. Dann sehen wir hier schon Underworld Goddess. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also du kannst hier wirklich schauen. Du musst halt auch extrem viel schauen,
was du vielleicht reinnehmen möchtest, was zu deinem Deck passt. Und das kostet wirklich sehr, sehr viel Zeit. Das kann ich dir auch schon mal mit auf den Weg geben, auf jeden Fall. Von daher, wenn du ein neues Deck bauen möchtest und du bist gerade so am Beginn von Yu-Gi-Oh!, dann schau dir auf jeden Fall Decklisten an, betreibe Netdecking, so nennt man das, wenn du jetzt einfach nur eine Deckliste kopierst, und übe das Deck erstmal. Lerne erstmal die Spielmechanik kennen von Rescue Ace, bevor du, also jetzt hier beispielsweise Rescue Ace, kannst du natürlich auch irgendein anderes Deck nehmen, bevor du jetzt dann vielleicht auch erstmal in die Karten investierst, bevor du vielleicht jetzt hier beispielsweise dreimal die Hexe bestellst und du spielst sie im Endeffekt nur einmal, hast du dann halt 50 Euro Minus gemacht, kannst sie natürlich wieder verkaufen so, aber vielleicht struggelst du dann vorher nicht so mit dem Geld und so weiter und kannst hier vielleicht dann auch noch ein bisschen sparen, bevor du halt schlussendlich dann wirklich dein fertiges Deck so gekauft hast. Vielleicht gefällt dir das ja auch überhaupt gar nicht mit der Diabelster Engine und du hast dann hier auch kein Wanted gekauft und sparst gleich mal 300 Euro. Ne? Das kann ja auch durchaus sein, weil du brauchst die Engine jetzt nicht unbedingt. Es macht das Deck aber um Welten konstanter tatsächlich. Also kann ich nur sagen. Ja. Ansonsten, ich könnte euch natürlich jetzt noch ein paar Kombos zeigen, aber die könnt ihr auf YouTube sehen, beziehungsweise habe ich, glaube ich, nochmal Bock, generell so Kombos zu zeigen, denn du hast ja die Möglichkeit, auch nur mit den Spells hier, also mit den Quickspells ins Spiel zu kommen. Vielleicht mache ich mal so einen großen Combo-Guide dazu. Ansonsten habe ich, glaube ich, jetzt mal so einen kurzen Einblick gegeben. Ich hoffe, ihr kamt so ein bisschen mit, wie ich persönlich das Deck oder wie ich generell ein Deck bauen würde. Und wenn dir das natürlich gefallen hat und du mehr davon sehen möchtest, dann lass doch gerne ein Like da, beziehungsweise auch ein Abo, damit du keins der zukünftigen Videos mehr verpasst. Denn du würdest mich natürlich auch unfassbar glücklich machen und du würdest natürlich auch das Projekt Yami Chris dadurch unterstützen. Von daher baller jetzt den Abo-Button. Und ansonsten, wenn dir natürlich was gefehlt hat, dann schreib es gerne in die Kommentare. Ich versuche wirklich darauf einzugehen und dir dann gegebenenfalls noch zu helfen. Und ja, damit bin ich raus und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein, ciao.